Hallo Leutz. Flugwetteraussichten: hohe Wand für die kommenden Tage. Mittwoch 4. August bis Freitag 6. August 2021. Mittwoch. Die Wolken überwiegen, die Sonne soll nur selten zu sehen sein. Deutlich kühler als zuletzt. Den ganzen Tag über muss man mit Regenschauern rechnen. Es dürfte aber auch, am Nachmittag, etwas längere trockene Phasen geben. Bezüglich Regen sind sich nicht alle Prognosen einig. Der Wind ist eher schwach bis mäßig stark, am Vormittag noch aus nordwestlicher, ab Mittag aus südlicher Richtung angekündigt. Falls es am Nachmittag trocken bleibt, könnte es zeitweise fliegbar werden. Donnerstag. Ein recht regnerischer Tag ist angekündigt. Die Sonne soll recht selten zu sehen sein. Auch die Temperaturen entsprechen schon eher dem Herbst. Der Wind ist am Vormittag noch mäßig stark aus südlicher, bald drehend und stark auflebend aus westlicher Richtung prognostiziert. Freitag. Ein wenig freundlicher geht es weiter, die Schauerneigung nimmt ab. Die Wolken dürften aber überwiegen und so nur zeitweise die Sonne zu sehen sein. Kräftiger westlicher Wind. Der weitere Wettertrend. Der Samstag soll wieder hochsommerlich heiß und sonniger als zuletzt werden. Kräftiger südlicher föhnartiger Wind ist angekündigt. Der Sonntag ist wieder recht unbeständig mit möglichen Gewittern und kräftigen westlichen Wind angekündigt. Im August komme ich leider aus zeitlichen Gründen nicht dazu, die Wetteraussichten auf Video weiter bereitzustellen. Ich freue mich aber, dass es doch einige Zuseher gab und auch ein paar Vorschläge eingebracht haben. Ich werde die Video-Wetteraussichten später weiterführen, aber etwas anders gestalten. Dazu dann im Herbst mehr.